Moin zu Troopies, eure Nifo-Farm-Blog. Willkommen zum weiteren Teil. Die Dose ist wieder da. Sie ist leer, also heißt es, neues Leisure-Projekt am Start. Oder Klemmbausteine, weiß ja nicht, welchen Hersteller man hat. Aber nein, es ist Lego Architektur. Es ist die 21034 London Skyline. Ja. Passt bei mir perfekt auf dem Kanal mit Kirmes und Freizeitparks, weil London hat ja ein schönes Riesenrad am Stissel. Das London Eye. Ja. London Eye ist mit drauf, die Tower Bridge, Big Ben, Colosseum, The Night Gallery. Ja, würde ich mal sagen. Schnacken wir nicht lang. Hinten haben wir zwei Klebebändchen. Hier haben wir was Spitzes. Brauchen wir noch was Spitzes? Ach komm, ich habe jetzt gerade kein Messer. Aber geht auch. Was Revell auseinander macht mit den Steinen, schafft auch Klebebänder. So, sind wir schon ans Innere dran. Auf die Verpackung. Oh, schön schwarz. Schöne schwarze Verpackung. Ja, es sind etwas kleinere. Mann, bleib doch da. Etwas kleinere Steine. Für uns scheint aber wirklich nur da scheint wohl das London Eye zu ergeben. Die Anleitung ist auch dabei. So, machen wir die Verpackung mal weg. Sie nervt mich. Stangen tun wir schon mal da rein. Oder legen wir hier oben hin? Dann legen sie nicht im Weg rum. Sieht mir auch eher aus wie Strohhalme. Ja, kann man auch als Strohhalm benutzen. Da ist das Dings. Hier sind die Steine. Oh, schöne schwarze Anleitung sogar. Oh. Ich glaube, Aufkleber hat die, glaube ich, gar nicht, weil die hat nur. Weil ich glaube, die haben nur einen Print und das ist der London-Schriftzug. Ja, der London-Schriftzug und der kommt uns nämlich da schon entgegen. Da ist er. Wir haben insgesamt die große und vier kleine Tütchen. Noch ein paar Steinchen. Viel mehr Kleinsteine, aber wie soll man auch so eine Skyline sonst machen. Da kommt es ja nicht mit so einem großen Objekt ankommen. Viel Glas. Aber sagen wir mal so, die Kiste füllt sich gerade mal zur Hälfte. Also passt nur. Zuck. Kiste voll. Wir können die Timelapse anwerfen. Wünsche ich euch viel Spaß mit. Und dann sehen wir uns danach wieder. Tschüss. Fill me up with your smile, now the sunshine brings the light. Fill me up with a flame, I will let you in this game. Seven song.
So, ich melde mich eben schnell wieder. Ich muss die Kamera gerade festhalten. Ich habe gerade kein Stativ per Hand, aber dann müsste ich eben schnell gehen. Wir wollen es ja nur eben vorstellen. Das London Architektur, das die 21 034 12 Plus. Ja, hinten natürlich noch drauf. Ja, ein bisschen Licht würde auch passen. Jetzt habt ihr Licht. Ja. Die Kolonialgalerie Kolum. Ich weiß gar nicht, wo was. Was das jetzt da vor? Big Ben, London Eye und die Tower Bridge. Ihr habt die alle vor, oder so soll das Modell aussehen, und so sieht es natürlich auch aus. Holen wir den Star der Show in die Show. Da ist er, der Big Ben. Ja, das London Eye, die Tower Bridge. Ups, das wollte ich jetzt nicht abreißen. Wollte euch eigentlich nur unten in Schrift zu zeigen. London, so sieht's aus. Ja, Brücke kann man auch runterklappen. Zack. Oder hochklappen. Wie auch immer. Ja. So, ich hätte jetzt eben kurz gestoppt, weil ich wollte euch noch die Anzahl der Teile mitbringen. 468 Teilchen enthält das Set. Ja, ich habe jetzt roundabout, glaube ich, 30 Euro dafür hingeblättert. Ja, ich wollte euch mal auch die Preischen immer mitgeben. Das is it. Da steht sogar noch die Größe. Ich habe es jetzt nicht nachgemessen. Ja, aber so sieht's aus. So macht es sich. Halt viel Kleinteile. Wer auf Kleinteile nicht so wirklich steht, sind diese Architekturreihe nichts. Aber wer auch so im Fummelkram steht und Kleinteile auch sehr cool mag, der hat hier seine Freude natürlich, richtig. Weil vieles sind halt Kleinteile. Aber trotzdem war es ein kleines, feines Setchen. Hat Spaß gemacht aufzubauen. Ja, London steht. London ist fertig. Wenn es euch gefallen hat, drückt mir gerne das Däumchen nach oben. Lasst mir ein Abo da. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und tschüssi.